der Attersee, eingebettet in eine reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft. Wir fahren am Ostufer entlang. Hier erstrecken sich die bekanntesten Tauchplätze, Twin Tower, Schwarze Brücke, Schlierwand, Hinkelsteine. Halt mal an, hier vorne stehen Taucher. Ich frag mal, ob sie was Interessantes gesehen haben. Hallo! Hallo! Ihr seid Taucher? Ja. Jawohl. Und ihr wart hier schon tauchen? Ja, wir waren schon gestern mal tauchen. Sehr schön, ne? Was sagst du? Also wenn ihr Drüschen filmen wollt, seid ihr hier genau richtig. Das klingt ja gut. Bei manchem Tauchgang sieht man keine, dafür sieht man dann zwischendurch wieder mal richtig große. Ja, genau. Ihr müsst tief runter, 25 Meter, 30 Meter, sehr kalt, aber immer noch tolle Sicht und immer noch relativ hell. Unser Tauchplatz ist der Weißenbach-Einlauf. Tagsüber verstecken sich die Drüschen unter Wurzeln, Steinen und zwischen dichtem Laub. Für uns ein Anhaltspunkt, wo wir mit der Suche beginnen müssen. Mit unseren Lampen leuchten wir den Boden ab und schauen immer wieder unter Äste, Wurzeln, um die gut durch ihre gelbbraune Färbung getarnten Fische auszumachen. Es gibt viele Namen für diesen Fisch. Die einen nennen sie Drüsche, auch Aalrutte, Quappe oder Latein Lotta Lotta. Er ist ein bodenlebender Raubfisch, der bis zu 1,50 Meter lang und über 30 Kilo schwer werden kann und lebt auf kiesigem oder sandigem Untergrund und in einer Tiefe von 1 Meter bis 700 Metern. Na, so tief wollen wir lieber nicht. Die Nahrungssuche findet überwiegend in den Dämmerungs- und Nachtstunden statt. In den ersten Lebensjahren ernähren sie sich vorwiegend von bodenlebenden Wirbellosen und mit zunehmender Größe fressen sie Fisch. Das Auffinden der Drüsche war für uns ein schönes Taucherlebnis. Unser Vorrat an Pressluft geht langsam zur Neige und wir verlassen das Reich der Lotta.